Willkommen zu einer weiteren Off-Stream-Folge hier von der Hof Bergmann. Denn vor dem Stream haben wir noch was zu tun. Für den Stream habe ich ja geplant, dass wir Anfang März, also am nächsten Ingame-Tag, den Klee hier ernten. Und dazu muss das Basilo leer werden. Ja, und dafür werden wir wohl ein bisschen was tun müssen. Wir brauchen erstmal einen Anhänger. Der steht hier. Dafür brauchen wir einen Traktor. Putzer. Hier ist er nicht. Da ist er. Da kommen wir wahrscheinlich mit der Schaufel nicht ran. Hier schaufeln wir. Denn die Silage, die wir da jetzt drin haben, die werden wir einfach verkaufen. Wir haben ja noch Silageballen. Schaufeln das alles einfach in den, ja, ich würde sagen, in den Straut noch. Wir rüsten mal kurz um auf die größte Kapazität. Den hier fahren wir auf Seite. Denn wir haben hier sonst ja nichts, wo wir die Silage drin lagern könnten. Ein paar Mal, dreimal. So, umrüsten, Kapazität 12.000.
Die Einstellung ist irgendwie ungünstig. Kann man von hier drinnen nur sehen, ob die Schaukel richtig steht. Das sieht man doch gar nicht.
So, einmal voll. Damit frischen wir auch noch ein bisschen unser Konto auf. Ich weiß gar nicht, wie lange der Handel auf hat. Ich weiß auch nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erwähnt habe, dass man da die Verkaufsstelle BGA angezeigt bekommt für die Gülle, aber nicht verkaufen kann, ist bekannt und soll behoben werden. Ich habe jetzt nicht gefragt, wie es behoben wird. Ich hatte das einfach nur im Discord bei LSFM gefragt und da habe ich als Antwort bekommen, ja, ist bekannt, wird behoben. So, was haben wir denn hier im Moment hinten? Rechts. So, 4, 5. Und nochmal 500 Bonus. 5000, das ist gut. Wir müssen beim Kippen auch eher seitlich ranfahren. Keiner würde das tatsächlich von hinten kippen.
müssen wir immer darüber fahren. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Nein, das ist nicht gut. Mal so. Ja, ich weiß, mit einem großen Radlader hätte man das Ding jetzt viel schneller beladen. Und nur dafür einen großen Radlader zu kaufen, macht ja auch keinen Sinn, ne? Jetzt endlich aufklappen. Ist immer noch nicht aufklappen.
Ja, wie viel haben wir denn jetzt hier? Ja, zwei Schaufeln gehen noch ein. Kann man immer noch nicht aufklappen. Muss etwas alles weg sein, damit man es aufklappen kann. Das kann natürlich sein. Keine Ahnung. Wie gesagt, Fahrsilos benutze ich hier auf der Hochbergmann zum allerersten Mal. Ja, zumindest habe ich daran gedacht, hier mal die Spiegel in den Einstellungen auf 5 Spiegel umzustellen. Meine Performance macht das ja mit, aber ich habe immer vergessen, es umzustellen. Immer daran gedacht, wenn man in einem Fahrzeug sitzt, wo dann bei 5 Spiegeln einer immer wieder blind ist. Und nach dem Spiel nicht mehr dran gedacht. Aber einer im
in den Kommentaren mal so nett, mich nochmal dran zu erinnern. Während ich gerade nicht spiele oder streame. Na, das. Eignet sich doch super als Bild, denke ich. Noch einmal fahren. Dann sollten wir das Fahrsilo leer haben. Und dann sind wir bereit für die Kleeernte am nächsten Tag. Das Gute ist ja, dass wir ja, also eben auf zwei Feldern Gras und auf einem Feld haben wir Silage, haben wir Klee stehen. Das sind ja nachwachsende Früchte. Insofern brauchen wir uns über das Nachsäen keine Gedanken machen. So, der ganze Rest sollte jetzt reingehen.
So, wie kommen wir da jetzt dran? Ja, ist jetzt die Frage. Muss man das in der XML öffnen? Den Rest. Oder reicht dafür ein Neustart des Save Games? Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich starte mal das Save Game neu. Und stelle euch so lange auf Pause. Und dann seht ihr gleich, wenn ich wieder da bin. So, einmal neu gestartet und hier ist nichts mit öffnen. Also werde ich mal den Tipp aus dem Discord, wo es immer um diese Silos geht, machen und werde das Ganze in der XML mal als geschlossen markieren und hoffen, dass es dann geht. Das schneide ich euch natürlich raus. Und da sind wir wieder. Nachdem ich das Ding jetzt, das Silo, als geschlossen markiert habe, kann ich es jetzt hier wieder, wie üblich, mit R öffnen. Und zwar auf beiden Seiten. Vielleicht war auch das Problem, dass ich es auf beiden Seiten geöffnet habe, aber jetzt ist es wieder offen und wir können den Rest aus dem Silo einsammeln. Und auch noch verkaufen. Immer so schwer zu sehen, wie die Schaufel gerade steht. Ne? Im 19er gab es so ein schönes Skript von dem wie hieß das Ding noch? Crossplay? Damit konnte man sich verschiedene Toolpositionen markieren und die dann per Knopfdruck ausführen. Das wäre jetzt hier genau das Richtige, ne? So diese Position, kaufe kurz über Grund. Oh, Silo ist leer. Letzter Verkauf. 2,8 wird unten angezeigt. Das ist zwar nicht mehr ganz so viel, bringt uns aber auch wieder über die 60.000 gesamt.
Und ich meine, der IF-Bonus ist da nicht mit drin. Ist nur der Wert an der höchsten Verkaufsstelle. Eine Überlegung wäre es natürlich auch, ob man sich die BGA kauft. Kredit aufnehmen, BGA kaufen, große Fahrsilo an der BGA nutzen. Ob wir jetzt hier auch 2870 dafür kriegen. Dreihundert. Und 92 haben wir jetzt weniger bekommen, als der unten anzeigt. Gute Frage, warum? Muss mir angewöhnen, da langsamer drüber zu fahren. Dieser Hubbel ist echt gefährlich. So, den Strautmann werden wir nicht mehr so häufig brauchen. Aber er war auch jetzt mal wieder sehr nützlich, deswegen werde ich ihn nicht verkaufen. Ich stelle ihn einfach mal hier in die Garage. Die brauchen wir jetzt hier auch nicht. Wieder schön aufräumen. Du bist bereit für die nächsten Schandtaten.
So, Milch ist voll. Für den nächsten Tag gibt es auf jeden Fall genug Milch. 1000 Liter. Ich könnte tatsächlich noch mal überlegen, ob man die Kühe nicht noch ein wenig aufstockt. Naja, eigentlich brauchen wir nur genug Milch für hier. Aber die Milchproduktion ist ja noch im Aufbau. Ja, das war's dann für heute. Ich danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.